Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit den Siegeln im Buch der Offenbarung fortfahren, aber zunächst einmal ein wenig Ihnen in einer Wiederholung mitteilen, was wir bislang behandelt haben, und dann noch ein paar andere zusätzliche Bemerkungen geben. Wir hatten ja gesehen, dass im Buch der Offenbarung ein Buch mit 7 Siegeln dem Johannes vorgelegt wurde, aber niemand konnte diese Siegel öffnen. Und wir hatten gesehen, dass Gott, der Vater, auf seinem Thron dieses Buch hatte. Und dann kam das Lamm, Jesus Christus, dem es ermöglicht war, weil er der Einzige war, der würdig war, dieses Buch zu öffnen, diese 7 Siegel zu brechen. Und als er dies tat, da wurde dem Johannes in der Vision, die er hatte, gezeigt, was auf Erden geschehen würde in der Zukunft, kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi und dann auch über Ereignisse, die dann danach stattfinden sollten. Und wir hatten bereits einige dieser Siegel behandelt. Wir hatten zum Beispiel die ersten 4 Reiter der Apokalypse besprochen, das waren die ersten 4 Siegel. Und so dann die große Trübsal oder auch die große Bedrängnis, wie es manchmal übersetzt heißt, das 5. Siegel. Und diese große Trübsal, dieses 5. Siegel, bezeichnete eine Verfolgung wahrer Christen, ein Märtyrertum. Und so dann aber auch einen Angriff, einen Vernichtungsangriff, einen Vernichtungskrieg gegen die modernen Nachfahren des Hauses Israel und Juda, unter anderem Amerika, Großbritannien, Kanada, Neuseeland, Südafrika, Australien und natürlich auch den Staat Israel. Und wir hatten in der letzten Predigt gesehen, wie Gott seinen würdigen Nachfolgern, die ihm folgen, Schutz anbietet. Zunächst einmal während der großen Trübsal, sodann aber auch jenen, die die große Trübsal durchlaufen müssen, weil sie eben noch nicht bekehrt waren oder noch nicht so bekehrt waren, wie sie es hätten sein sollen, um vor der großen Trübsal beschützt zu werden. Aber die würden dann vor den Plagen des Tages des Herrn beschützt werden. Und das waren die 144.000 und das waren dann diejenigen, die zu der großen Schar gehörten, die aus allen Nationen und Sprachen kommen. Und einige haben gefragt, beinhalten diese 144.000 und die große Schar auch wahre Kirchenmitglieder? Und die Antwort ist möglicherweise ja. Erinnern Sie sich daran, dass ja nur einige der wahren Kirche Gottes während der großen Trübsal am Ort der Sicherheit hier auf Erden beschützt werden, nicht alle. Viele werden nicht beschützt, weil eben Christus sie nicht als würdig erachtet hat, zu dem Zeitpunkt schon beschützt zu werden. Sie werden aber scheinbar dann voranschreiten in ihrer Bekehrung und andere werden natürlich in der großen Trübsal bekehrt werden, sodass letztlich dann sie vor den Plagen des Tages des Herrn beschützt werden können. Nun, ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, dass zum Beispiel im Buch der Offenbarung, wenn von Gott die Rede ist, nur 2 Persönlichkeiten aufgeführt werden. Und zwar Gott der Vater, der auf dem Thron sitzt, und Jesus Christus. Das sind die beiden Wesen, wenn man das so sagen will, die die Gottfamilie zurzeit ausmachen. Der Heilige Geist wird in keiner Weise als eine Persönlichkeit erwähnt. Nun, einige haben nach wie vor Schwierigkeiten damit. Die meinen, der Heilige Geist, das sei auch Gott, das sei auch eine Persönlichkeit. Und sie glauben dann natürlich damit an die Dreieinigkeitsidee. Die Bibel lehrt dies nirgendwo. Die Bibel lehrt nirgendwo, dass der Heilige Geist Gott ist oder dass er eine Persönlichkeit darstellt. Die Bibel lehrt, dass der Heilige Geist die Kraft ist, die sowohl von Gott dem Vater als auch von dem Sohn Jesus Christus ausgeht. Nun, einige sagen ja, aber manchmal spricht ja der Heilige Geist und das zeigt, dass er eine Persönlichkeit sein muss. Keineswegs. Die Bibel spricht häufig von Dingen sogar, die personifiziert werden. Die Bibel sagt, Bäume sprechen. Die Bibel sagt, die Sterne sprechen. Aber das sind natürlich symbolische Ausdrucksweisen, figurative Ausdrucksweisen, einen gewissen Punkt zum Ausdruck zu bringen. Gott spricht durch seinen Geist zu uns. Aber es ist nicht so, dass der Heilige Geist jetzt eine Person sei. Gott hat immer schon aus 2 Persönlichkeiten bestanden, dem Vater und dem Sohn. Deswegen lesen wir auch im ersten Buch Mose, dass Gott sagt, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Nun, einige sind auch da verwirrt und meinen, dass Gott eine Zusammenfassung aus Mann und Frau sei, dass er sowohl männlich als auch weiblich sei. Das ist keineswegs der Fall, meine Damen und Herren.
Die Bibel spricht eindeutig immer nur von Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Von einer weiblichen Eigenschaft wird keineswegs geredet. Das ist eine Idee, die erst später im Judentum aufkam, als die sich von heidnischen Ideen, wie zum Beispiel dem Griechentum, beeinflussen ließen. Und da gibt es jetzt apokryphe Bücher, wie zum Beispiel Jesus Sirach. Das ist ein apokryphes Buch, das ist kein inspiriertes Buch. Ich weiß, die katholische Kirche hat es in ihrer Bibel. Die sollte nicht in der Bibel sein. Diese Schriften sind apokryph, sie sind nicht inspiriert, sie enthalten Widersprüche zu den Worten der Bibel. Und der spricht von der Weisheit. Aber die Weisheit wird im Buch der Sprüche personifiziert. Nun gut, im Grammatischen ist natürlich das Wort Weisheit feminin. Und so haben einige gesagt, ja, mit anderen Worten, das ist jetzt die Weisheit und das ist jetzt eine Bezeichnung auf den Sohn. Mit anderen Worten, der Sohn ist eine Frau. Sehen Sie, was für ein Unfug dies ist. Ein absoluter Blödsinn, eine Verdrehung der biblischen Lehre. Aber diejenigen, die sich viel mit diesen Dingen befassen und über das Internet vielleicht Dinge dann lesen und die Kirchenväter der damaligen katholischen Kirche lesen, die all diesen Blödsinn verzapft haben, die sind verwirrt. Die sind verwirrt. Schauen Sie, ich habe Ihnen von vornherein gesagt, glauben Sie nicht mir. Glauben Sie dem, was die Bibel sagt. Aber glauben Sie dem, was die Bibel sagt, nicht was katholische Kirchenväter von sich vorgegeben haben oder Archäologen, die zum Beispiel behauptet haben, David habe es gar nicht gegeben. Die Personen im Alten Testament, die haben gar nicht existiert. Und die dann widerlegt worden sind, weil man ganz klar archäologische Beweise gefunden hat, die zeigen, dass sie existiert haben. Wem wollen Sie glauben? Der Bibel oder irregeleiteten, von Satan verführten Menschen? Schauen Sie, meine Damen und Herren, das ist sehr wichtig zu begreifen. Sie müssen zunächst einmal, um die Wahrheit erkennen zu können, verstehen, dass die Bibel das inspirierte, unfehlbare Wort Gottes ist. Unfehlbar in den originalen Texten. Nicht im Hinblick auf Übersetzungen, weil Übersetzungen können durchaus fehlerhaft sein. Es geht dann darum, zu sehen, was im Original steht. Gott hat klar und deutlich gesagt, dass er sein Wort bewahren wird. Allen menschlichen Ideen zum Trotz. Wenn die katholische Kirche heute lehrt, wie sie es tut, dass die Bibel ja lediglich ein Buch ist, das von Menschen geschrieben worden sei und von daher nicht verlässlich ist, und sie jetzt den Anspruch für sich behaupten, dass sie die Möglichkeit haben, jetzt herauszufinden und zu sagen, wie man das zu verstehen hat, dann haben sie die Wahl, entweder der Bibel zu glauben oder Menschen, die von sich vorgeben, im Auftrage Gottes zu sprechen. Aber welchen Beweis haben sie? Und wenn Sie die Geschichte der katholischen Kirche sich anschauen und die unglaublichen Gräueltaten, die durch diese Organisation verübt worden sind über die Jahrhunderte, ja, glauben Sie wirklich, dass Gott da sein Siegel der Anerkennung auf diese Organisation gelegt hat? Überlegen Sie das einmal logisch, meine Damen und Herren, und denken Sie nicht, dass Sie jetzt diesen Ideen, diesen falschen Ideen nachfolgen könnten und damit die Bibel ablehnen. Wenn Sie das tun, lehnen Sie Gott ab. Und mir kommt es gar nicht darauf an, wer und was Sie sind. Das hat überhaupt keine Bedeutung. Entweder glauben Sie dem Wort der Bibel oder Sie glauben dem Wort von Menschen. Und Sie müssen die Entscheidung für sich treffen. Und es gibt so viele Irrlehren, die da herumgeistern, wie zum Beispiel die Idee, dass der Mensch eine unsterbliche Seele habe, die nach dem Tod in den Himmel geht. Wir hatten dies bereits besprochen in der Sendung, als wir über das Martyrium der Heiligen gesprochen haben. Schauen Sie, der Mensch ist die Seele. Nirgendwo sagt die Bibel, der Mensch hat eine Seele. Und die Seele ist sterblich. Und wenn der Mensch stirbt, stirbt die Seele, weil der Mensch die Seele ist. Und die Seele lebt nicht weiter nach dem Tod des Menschen, weil der Mensch die Seele tot ist. Die Bibel sagt, die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Die Seele muss vom Tode auferweckt werden, der Mensch muss vom Tode auferweckt werden. Wissen Sie, dass das Wort Seele auf Tiere angewendet wird? Wissen Sie, dass das Wort Seele auf Tote angewendet wird, auf Leichname? Adam war eine tote Seele, als er erschaffen wurde. Und als dann Gott den Atem des Lebens in ihn blies, wurde er zu einer lebendigen Seele. Die Bibel ist klar darüber. Die Verwirrung kommt, wenn man sich auf andere falsche Ideen einlässt. Und schauen Sie, einige meinen, die Bibel enthalte Widersprüche. Ich sage Ihnen hier dogmatisch und doktrinär. Die Bibel enthält keinerlei Widersprüche. Wenn Sie meinen, sie enthalte Widersprüche, dann entweder deshalb, weil Sie die Bibel nicht verstehen, oder aber weil Sie Schriften mit hineininterpretieren, die zum Beispiel die apokryphischen Schriften sind, die in der Bibel nichts zu suchen haben.
Ich habe vor einiger Zeit einige Predigten gegeben über die Frage, wie verlässlich ist die Bibel? Und habe vieles von dem, was ich hier jetzt im Kurzen zusammenfasse, Ihnen mitgeteilt. Schauen Sie sich diese Predigten noch einmal an oder schauen Sie sie sich erst einmal an, wenn Sie noch nicht gehört haben. Es ist wichtig, dies zu verstehen. Wenn Sie nach wie vor Zweifel haben sollten, ob die Bibel Gottes Wort ist, ist alles das, was ich Ihnen heute sage und was ich in der Vergangenheit Ihnen gesagt habe und was ich Ihnen noch sagen werde, für Sie unbedeutend. Denn Sie haben ja Zweifel, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen müssen. Und Sie müssen sich beweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist, sodass diese Zweifler, die kommen und die Ihnen da diese falschen Ideen verbreiten, dass die bei Ihnen keinen Raum finden. Ich kann Ihnen auch hier wiederum doktrinär sagen, diese Zweifler kommen nicht von Gott. Gott sagt, prüfet die Geister, ob sie von Gott kommen, denn viele sind in die Welt gegangen, die Lehren Satans verbreiten, in irgendeiner Form. Denken Sie nicht daran, dass Sie jetzt immun sind gegenüber diesen falschen Ideen. Im Englischen haben wir eine Broschüre veröffentlicht und wenn Sie Englisch sprechen, dann würde ich Ihnen vorschlagen, einmal diese Broschüre zu lesen über die Autorität der Bibel, The Authority of the Bible. Und da haben wir klar und deutlich gemacht, dass Gott sein Wort bewahrt hat, wie er es versprochen hat und wie er es getan hat. Und dass es keine Widersprüche in der Bibel gibt. Und dass diese falschen Ideen von einer unsterblichen Seele, die ja im krassesten Gegensatz stehen zu der Lehre der Auferstehung, dass die von Menschen durch heidnische Einflüsse in das sogenannte Christentum hinein katapultiert worden sind, die nichts darin zu suchen haben. Schauen Sie, wenn Sie sich an christliche Lehrer wenden, und ich sage jetzt christlich in Anführungszeichen, dann achten Sie genau darauf, von welcher Philosophie die ausgehen. Mir schrieb jetzt jemand, dass es eine evangelische Pasteurin scheinbar gibt, die den Leuten sagt, ja, das Christentum, das ist ja gar nicht so wichtig. Man sollte sich vielmehr an den Buddhismus wenden und an andere fernöstliche Religionen. Da kann man viel mehr daraus entnehmen. Glauben Sie wirklich, dass Sie einer solchen Person folgen sollten, mit solchen irrsinnigen, dümmlichen, gottesfeindlichen Ideen? Das genug zur Einleitung. Aber ich wollte dies einmal betonen, denn Sie haben zunächst einmal eine sehr wichtige Aufgabe vor sich, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, dass die Bibel das Wort Gottes ist, und zwar das inspirierte und unfehlbare Wort Gottes. Das ist das Erste, was Sie tun müssen, herauszufinden, ob die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Und dann, meine Damen und Herren, wenn Sie das nicht so unbedingt können, dann sollten Sie Folgendes begreifen. Gott muss Ihnen die Wahrheit offenbaren. Sie können von sich heraus die Wahrheit nicht finden. Viele haben es versucht, viele haben Schiffbruch erlitten. Warum? Weil Gott einem die Wahrheit öffnen muss. Gott muss einem seinen Geist geben. Zunächst einmal, dass der Geist Gottes mit einem wirkt und dann bei der richtigen Taufe, der Erwachsenentaufe, der von einem ordinierten Geistlichen oder die von einem ordinierten Geistlichen durchgeführt werden sollte, dann würde der Heilige Geist Gottes in einem sein. Auch da etwas zu sagen. Wir sind dabei, eine deutsche Broschüre herzustellen. Wir sind fast damit fertig über das Erfordernis der Taufe. Einige haben mir geschrieben, sie möchten sich taufen lassen. Wenn diese Broschüre fertig ist, werde ich Ihnen dies bekannt geben und ich werde dies als eine Pflichtlektüre für alle anordnen, die sich taufen lassen wollen von mir, zunächst einmal diese Broschüre zu studieren. Es geht nämlich darum, dass Sie verstehen, was mit der Taufe gemeint ist, was die Anforderungen sind. Als damals Jesus Christus bei den Aposteln war, als die noch nicht bekehrt waren, denn die wurden erst bekehrt, als sie den Heiligen Geist erhielten, und zwar zum Zeitpunkt des Pfingstfestes, wie in Apostelgeschichte 2 beschrieben. Da sagte Christus denen, ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es heute noch nicht ertragen. Ihr könnt es noch nicht verstehen. Aber wenn der Heilige Geist kommt, der wird euch dann alles lehren. Nun, er wird es dadurch lehren, weil nämlich der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist in einem solchen Menschen leben werden. Glauben Sie nicht, Sie wüssten bereits alles schon. Im Gegenteil gehe ich davon aus, und ich sage dies bewusst aufgrund von gewissen Zuschriften, dass Sie vieles noch nicht wissen. Aber Sie müssen sich an Gott wenden, wenn Sie wirklich die Wahrheit wissen wollen, und ihn bitten, Ihnen die Wahrheit zu zeigen. Keiner kann zu Christus kommen, heißt es. Es sei denn, der Vater zieht ihn. Meinen Sie nicht, Sie könnten einfach von sich aus zu Christus kommen oder zu Gott dem Vater kommen
oder die Position eines Predigers für sich in Anspruch nehmen, ohne dazu ordiniert worden zu sein und jetzt hinzugehen und anderen Lehren zu verkünden. Vor allen Dingen auch noch dann, wenn diese Lehren nicht im Einklang stehen mit dem, was die Bibel sagt. Wieso ist die Taufe so wichtig? Schauen Sie, ohne die richtige Erwachsenentaufe können Sie den Heiligen Geist nicht erhalten. Mit anderen Worten, es gibt kein Versprechen in der Bibel. Kein Versprechen in der Bibel, dass jemand in neutestamentlichen Zeiten, nachdem die Kirche Gottes gegründet worden ist, den Heiligen Geist erhalten hat, ohne zuvor getauft worden zu sein. Es gibt nur eine Ausnahme. Und das war die Ausnahme des Cornelius. Und wir werden dies in unserer Broschüre über die Taufe erklären. Wenn Sie also als kleines Kind getauft worden sind, als Baby, dann meinen Sie nicht, dass diese Taufe dazu geführt haben könnte, dass Sie dadurch den Heiligen Geist erhalten haben. Diese Idee ist total verkehrt. Die von der katholischen und evangelischen Lehre oder Kirche gelehrte Idee, dass Sie den Heiligen Geist erhalten haben durch die Taufe als kleines Kind, ist unbiblisch. Sie ist aus dem Grunde schon unbiblisch, weil es zunächst einmal Erfordernisse gibt für die Taufe. Und Reue, Umkehr, Sinnesänderung, Sinneswandlung ist ein Erfordernis. Reue, dass sie das Gesetz Gottes gebrochen haben, dass sie gesündigt haben. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes Gottes. Der 10 Gebote, der Vorschriften, der Satzungen, die die 10 Gebote näher erklären. Ohne vorher in richtiger Weise bereut zu haben. Und Johannes der Täufer sagt uns, wir müssen Früchte der Reue bringen. Wir müssen zeigen, dass wir wirklich bereut haben durch unser Handeln. Ohne eine solche Reue haben Sie nicht den Heiligen Geist erhalten, auch wenn Sie heute meinen, Sie hätten ihn bereits. Deswegen ist es so wichtig zu begreifen, warum die Taufe ein notwendiges Erfordernis zum Heil ist, die richtige Taufe. Und Christus sagt, wenn Sie den Heiligen Geist nicht erhalten haben, sind Sie noch nicht einmal ein Christ. Sie können sich Christ nennen, so viel Sie wollen. Sie sind kein Christ ohne den Heiligen Geist in Ihnen. Und wenn Sie den Heiligen Geist haben, wird das in Ihrem Leben zum Ausdruck kommen. Aber natürlich, wenn Sie Zweifel daran haben, dass die Bibel überhaupt Gottes Wort ist, was rede ich dann noch zu Ihnen? Dann ist alles das, was ich hier sage, total überflüssig für Sie. Deswegen kommt es zunächst einmal darauf an, dass Sie sich beweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wer und was Gott ist. Gott ist eine Familie, aus dem Vater und dem Sohn bestehend, durch die Kraft des Heiligen Geistes wirkend, der Sie bei der Taufe zu einem Mitglied der Gottfamilie zeugt. Sie sind ein gezeugtes Mitglied der Gottfamilie, wenn Sie den Heiligen Geist erhalten. Noch nicht wiedergeboren, auch diese Idee ist total verkehrt, dass wenn Sie den Heiligen Geist erhalten, Sie wiedergeboren seien. Die Wiedergeburt findet im Zeitpunkt der Auferstehung statt oder Ihre Verwandlung, wenn Sie noch leben sollten, wenn Christus zurückkommt. Das ist die Wiedergeburt. Wir sind heute wieder gezeugt durch den Geist, wenn der Geist in uns wohnt. Wie zum Beispiel ein kleines Kind im Mutterleibe gezeugt ist, aber noch nicht geboren ist. Ein Prozess wird angedeutet. Das sind wichtige Konzepte, die man begreifen muss. Wenn man wiedergeboren ist, dann ist man Geist, wie Christus sagt. Sie sind heute noch kein Geistwesen, oder? Schneiden Sie sich mal den Finger, schauen Sie mal, ob da Blut herauskommt. Sie sind heute nach wie vor ein menschliches Wesen. Der Einzige, der bislang wiedergeboren worden ist, ist Jesus Christus durch die Auferstehung. Nicht vorher. Schauen Sie, wie verwirrt die gesamte Christenheit ist. Und Sie meinen, Sie könnten da irgendwelche Lehren herausziehen, die Ihnen dann zeigen, was gemeint ist, obwohl Sie im Widerspruch stehen zu der Bibel? Die Christenheit gäbe es ja heute gar nicht ohne die Bibel. Selbst diejenigen, die sich von der Bibel abgewendet haben, die meinen, sie könnten die Bibel verändern, die könnten Zeit und Gesetz verändern, die könnten Lehren aufstellen, die nicht in der Bibel stehen, gründen sich zunächst einmal auf dem, was in der Bibel steht. Oder nicht? Denken Sie logisch darüber nach, meine Damen und Herren. Denken Sie nicht irgendwie, dass Sie von sogenannten Kirchenvätern da großartige Weisheiten erhalten können. Kirchenväter, die sexuell pervers waren. Zum Beispiel, wie Sie ja das wissen, hoffentlich wissen Sie das, von anderen, die ganz klar und deutlich mit Dämonen kontraktiert haben. Wissen Sie das? Oder wussten Sie das auch nicht? Von Päpsten, die ihre eigenen Verwandten umgebracht haben. Die
natürlich auch sexuelle Beziehungen hatten, die Kinder hervorgebracht haben. Wussten sie das? Die Kriege gut geheißen haben, die selbst in Kriegen gekämpft haben, wussten sie das? Meinen sie in der Tat, dass das die wahren Diener Gottes sind, die ihnen jetzt die Wahrheit verkünden können? Nun gut. Genug gesagt, kehren wir zu den Siegeln im Buch der Offenbarung zurück. Nach dem Märtyrertum der wahren Christen, auch das sollte uns zu denken geben, es wird nämlich einen falschen Propheten geben, einen Führer einer großen kirchlichen Organisation, der sich gegen wahre Christen wenden wird. Nach diesem Märtyrertum wird das sechste Siegel geöffnet. Das sechste Siegel wird auch im Buch der Offenbarung natürlich beschrieben und es wird dann in anderen Stellen, wie in Matthäus, deutlich gemacht. Auch hier geht es darum, dass die Bibel interpretieren muss. Und so lesen wir in Offenbarung Kapitel 6, nachdem die große Trübsal begonnen hat, diese große Bedrängnis, von der wir bereits gesprochen haben, so lesen wir in Vers 12, in Offenbarung Kapitel 6. Und ich sah, und als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack. Und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln wurden weggewegt oder wegbewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien, also jedermann, verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge. Achten Sie auf den Zeitpunkt. Das ist nachdem die große Trübsal begonnen hat. Das ist nachdem die wahre Kirche, ein Teil davon, die als würdig erachtet worden sind, Schutz erhalten haben an einem Ort der Sicherheit hier auf Erden, nicht im Himmel. Die Idee der heimlichen Entrückung ist auch etwas, was nicht aus der Bibel kommt. Und die sprachen, Vers 16, zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, Gott dem Vater, und vor dem Zorn des Lammes, Jesus Christus. Wo wird der Heilige Geist erwähnt? Nirgendwo. Warum? Weil der Heilige Geist keine Person ist. Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zornes, des Vaters und des Sohnes. Und wer kann bestehen? Also wir sehen, dass das sechste Siegel himmlische Zeichen sozusagen beschreibt, die dann zum Tag des Zornes, wie wir noch sehen werden, des siebten Siegels, dann hinführen. Aber dieses sechste Siegel, diese himmlischen Zeichen, die werden auch zum Beispiel in Matthäus beschrieben. In Matthäus Kapitel 24 und lesen wir in Vers 29. Matthäus Kapitel 24 und Vers 29. Und achten wir auch hier auf die Zeitfolge. Sogleich aber nach der Bedrängnis, die große Trübsal, von der Christus gesprochen hat, dieses Martyrium der Heiligen, aber auch der Vernichtungskrieg gegen Amerika und England und so weiter, sogleich aber nach der Bedrängnis, in anderen Worten, nachdem diese Bedrängnis begonnen hat, nach der Bedrängnis jener Zeit, da wird die Sonne sich verfinstern. Und der Mond seinen Schein verlieren. Und die Sterne werden vom Himmel fallen. Und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Also hier beschreibt Christus auch wiederum das sechste Siegel. Diese himmlischen Zeichen. Nun, wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen, denn schauen wir uns einmal eine Parallelstelle an in Lukas Kapitel 21. Da wird ja auch diese Reihenfolge der Ereignisse beschrieben. Aber Lukas fügt ein sehr interessantes Detail hinzu. Wenn man das hier in richtiger Weise liest, dann fängt man mit Vers 10 an, in Lukas Kapitel 21, und da spricht er nämlich zunächst einmal von den vier Reitern der Apokalypse wiederum. Sie erinnern sich ja, Verführung, religiöse Verführung war der erste Reiter, Krieg der zweite Reiter, Hungersnöte der dritte Reiter, Seuchen, Epidemien der vierte Reiter. Und er sagt hier in Vers 10, dann sprach er zu ihnen, ein Volk wird sich erheben gegen das andere, und ein Reich gegen das andere, also hier der zweite Reiter wird beschrieben, Krieg. Und es werden geschehen große Erdbeben, auch das hatten wir gesehen, die werden kontinuierlich weiter existieren. Und hier und dort Hungersnöte, der dritte Reiter, Seuchen, der vierte Reiter. Auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen,
Aber noch bevor die große Trübsal beginnt, denn er fährt jetzt fort, in Vers 12 von der großen Trübsal zu sprechen. Wir sehen also, dass diese himmlischen Zeichen, die im sechsten Siegel ihre großen Ausmaße annehmen werden, bereits vorher zu einem gewissen Punkt bereits entstehen können. Das ist wichtig zu begreifen, denn wenn einige jetzt Zeichen am Himmel sehen, dann meinen die vielleicht, wir haben bereits schon den Zeitpunkt erreicht, wo jetzt der große Tag des Herrn beginnt. Und überspringen total die große Trübsal, die aber noch kommen muss, bevor die himmlischen Zeichen ihrer Gewalt, in ihrem Ausmaß, eintreten werden. Und diese himmlischen Zeichen werden, wie wir sehen werden, weiter bestehen, auch wenn der große Tag des Herrn beginnt. Wie auch die große Trübsal weitergeführt wird, bis hin zur Wiederkunft Christi. Also es gibt da parallele Entwicklungen, auch das muss man verstehen, wenn man die Bibel richtig verstehen will. Aber um deutlich zu machen, wie diese Zeitabfolge ist, schauen wir uns einmal eine Stelle im Alten Testament an, im Buch Joel. Nun, einige haben sich ja von der katholischen Idee total verwirren lassen, dass sie meinen, das Alte Testament, das hat für uns heute keine Bedeutung mehr, das sind lediglich so Schriftstellen und Schriftenideen von den primitiven Juden. Und da sie das Alte Testament ablehnen, haben sie keinerlei Begriff, keinerlei Idee, keinerlei Erkenntnis von dem, was die Bibel eigentlich besagt. Aber wir glauben an das Alte und das Neue Testament, weil die beide Hand in Hand zusammengehen. Sie können nicht das Alte Testament ohne das Neue Testament verstehen. Sie können nicht das Neue Testament ohne das Alte Testament verstehen. Wer das versucht, der wird Schiffbruch erleiden, geistlich gesehen. Joel, Kapitel 3. Lesen wir angefangen in Vers 3. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden. Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Also zunächst die große Trübsal, dann die himmlischen Zeichen, dann der große Tag des Herrn. Das ist die Zeitabfolge, die hier klar und deutlich beschrieben wird. Auch in Kapitel 4, die Verse 14 und 15. Joel Kapitel 4, die Verse 14 und 15. Es werden Scharen über Scharen von Menschen sein im Tal der Entscheidung, eine Entscheidungsschlacht, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Denn des Herrn Tag ist nahe im Tal der Entscheidung. Sonne und Mond werden sich verfinstern und die Sterne halten ihren Schein zurück. Auch hier wiederum, zunächst Sonne und Mond werden sich verfinstern, die himmlischen Zeichen werden eintreten. Dann kommt der Tag des Herrn, der an diesem Zeitpunkt, den Joel hier beschreibt, nahe ist. Nahe ist. Also hier ganz eindeutig die Zeitabfolge. Wie lange wird dieser Tag des Herrn dauern? Nun, wenn die Bibel uns dies sagt, dann würde es unbedingt oder ungefähr ein Jahr dauern. Wenn die Bibel uns das sagt, und zwar ein Jahr bevor Christus zurückkommt. In Jesaja Kapitel 34 wird eine Andeutung hierzu gemacht. Jesaja Kapitel 34 und Vers 8. Da lesen wir, denn es kommt der Tag der Rache des Herrn. Und wie wir noch sehen werden, der Tag des Herrn ist in der Tat ein Tag der Rache, ein Tag des Zornes. Es kommt der Tag der Rache des Herrn und das Jahr der Vergeltung, um Zion zu rächen. Schauen Sie, hier wird der Tag mit dem Jahr gleichgesetzt. Es gibt andere Stellen, die sagen, dass biblisch gesehen, prophetisch gesehen vielfach ein Tag mit einem Jahr gleichgesetzt wird. Oder eine Zeit, wie wir das auch schon bereits behandelt haben. Eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit, dreieinhalb Jahre. Also diese Andeutung ist hier, dass der Tag des Herrn ein Jahr dauern wird. Aber nicht die große Trübsal, sagen wir mal, wie die Andeutung ja ist, dreieinhalb Jahre, und dann wird dann ein Tag des Jahr oder ein Tag des Herrn mit einem Jahr hinzugefügt. Nein, alles zusammen dauert dreieinhalb Jahre allenfalls. Die Bibel sagt uns auch, dass diese Tage verkürzt würden. Es könnte also sein, dass sie noch nicht einmal so lange dauern. Und der Tag des Herrn wird beginnen, während die große Trübsal nach zweieinhalb Jahren weiter fortfährt. Also es ist nicht so dreieinhalb Jahre und dann noch ein weiteres Jahr, sondern alles zusammen, maximal dreieinhalb Jahre. Aber schauen Sie, die große Trübsal ist der Zeitpunkt des Zornes Satans gegen die wahre Kirche,
und gegen die Nachfahren des Hauses Israel. Der Tag des Herrn ist der Zorn Gottes. Sehen Sie den Unterschied? Um Zion zu rächen. Total verschiedene Konzepte hier, die wir begreifen müssen. Schauen wir uns auch einmal eine Stelle in Jesaja Kapitel 2 an. Jesaja Kapitel 2. Und angefangen Vers 10. Jesaja Kapitel 2 und angefangen Vers 10. Hier wird der Tag des Herrn, der Beginn des Tages des Herrn beschrieben. Und denken Sie an das, was wir gerade im Buch der Offenbarung gelesen haben, und Sie sehen hier genaue, wiederholende Worte. Auch das zeigt Inspiration, oder meinen Sie nicht? Jesaja Kapitel 2 und Vers 10. Geh in die Felsen, verbirg dich in der Erde vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät. Denn alle hoffärtigen Augen werden erniedrigt werden. Und die stolze Männer sind, die immer noch meinen, die könnten das anders verstehen, als das, was Gott einem in der Bibel sagt. Die werden sich beugen müssen. Der Herr aber wird allein hoch sein an jenem Tage. Denn der Tag des Herrn Zebaoth wird kommen über alles Hoffärtige und Hohe und über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde. Über alle hohen und erhabenen Zedern auf dem Libanon, über alle Eichen in Baschan, über alle hohen Berge, über alle erhabenen Hügel, alle hohen Türme, alle festen Mauern, alle Schiffe im Meer, über alle kostbaren Boote. Vers 17, dass sich beugen muss alle Hoffart, aller Stolz, aller Hochmut der Menschen und sich demütigen müssen, die stolze Männer sind. Und der Herr allein hoch sei an jenem Tage. Und mit den Götzen wird's ganz aus sein. Da wird man in die Höhlen der Felsen gehen und in die Klüften der Erde vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät. Wenn er sich aufmachen wird, so schrecken die Erde. An jenem Tage wird jedermann wegwerfen seine silbernen und goldenen Götzen, die er sich hatte machen lassen, um sie anzubeten, zu den Maulwürfen und Fledermäusen, damit er sich verkriechen kann in die Felsspalten und Steinklüfte vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät, wenn er sich aufmachen wird zu Schrecken der Erde. Und dann sagt Jesaja, so lasset nun ab von den Menschen, der nur ein Hauch ist, denn für was ist er zu achten? Im Hinblick auf Gott. Sie können entweder Gott glauben oder den Menschen. Aber wenn ein Widerspruch besteht, dann sagt Gott, lasst ab von den Menschen. Den habe ich doch erschaffen. Der ist nur ein Hauch. Wenn ich ihm seinen Atem weggebe, stirbt er sofort die nächste Sekunde. Wollt ihr den glauben? Wollt ihr den anbeten? Oder den Götzen, die der Mensch gemacht hat, folgen? Oder mir? Und Gott wird mit sehr deutlicher Sprache sprechen müssen, damit die Stolzen, und wie viele Stolze gibt es heute, die meinen, die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, dass die zur Besinnung kommen. Das zeigt Liebe, nebenbei gesagt. Einige meinen, ja, das ist ein schrecklicher Gott, der jetzt seinen Zorn ausschüttet. Gott straft uns, damit wir zur Besserung kommen. Gott erzieht uns, damit wir seine Wahrheit annehmen, damit wir aufhören, ihm zu trotzen, damit wir aufhören, sich oder uns von ihm abzuwenden. Kehren wir zum Buch der Offenbarung zurück. Einige haben mir geschrieben, ich sollte doch einmal Predigten geben, die ermutigend sind und die Liebe Gottes andeuten und so weiter. Und ich meine, das habe ich schon getan, das würde ich tun, aber hier, das ist auch richtig verstanden, Ausdruck der Liebe Gottes. Gott liebt uns, deswegen muss er uns manchmal auch mit harten Händen anfassen, damit wir begreifen, wie falsch wir leben und uns zu ihm uns wenden. Schauen Sie, die meisten wollen das heute nicht. Wir werden noch sehen nachher, wenn Gott seinen Zorn ausschüttet. Die meisten Menschen wollen sich auch dann nicht bekehren. Obwohl sie erkennen scheinbar, dass Gott es ist, der mit ihnen spricht. Aber sie wollen ihn nicht akzeptieren. Sie wollen von ihren falschen Ideen und Gewohnheiten nicht lassen. Und sie werden sich sogar dann mit Zorn gegen Gott wenden. Und ihn verfluchen dafür, dass er versucht, zu ihnen zu sprechen. In Offenbarung und Kapitel 8, da lesen wir, und wir hatten dann ja natürlich in Kapitel 7
über die Versiegelung der 144.000 gesprochen und die Versiegelung der großen Schar, die also jetzt beschützt werden vor den Plagen des Zornes Gottes. Und so lesen wir in Kapitel 8, in Vers 1. Und als das Lamm das siebente Siegel auftat, also jetzt geht es um das siebente Siegel, da entstand eine Stille im Himmel, etwa eine halbe Stunde lang. Selbst im Himmel würde keiner sprechen. Warum? Weil man sich jetzt bewusst wurde, wenn es nicht vorher bereits schon den Engeln klar war, was für schreckliche Plagen auf diese Erde kommen würden. Aber lesen Sie noch etwas. Vers 2. Ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Also schauen Sie, das siebte Siegel, das jetzt geöffnet wird, besteht zunächst einmal aus sieben Posaunen. Diese Engel werden sieben Posaunen blasen. Und jede Posaune, wie wir sehen werden, wird zu einer Plage kommen und führen. Also hier wird Engeln, nachdem dieses siebente Siegel geöffnet wird, sieben Posaunen gegeben. Aber bevor die anfangen zu blasen, geschieht noch etwas. Vers 3. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Beachten wir den Zeitpunkt. Es geht um den Zeitpunkt, wenn der Tag des Herrn beginnt. Wer sind jetzt diese Heiligen, die beten? Nun, zunächst einmal mit Sicherheit die, die am Ort der Sicherheit sind, die natürlich diese Dinge verfolgen können, die wissen, was geschehen wird. Vielleicht auch die, die in der großen Trübsal zu ihrem Verständnis gekommen sind, die jetzt auch Heilige geworden sind, die jetzt auch beten für ihren Schutz, aber auch für den Schutz von anderen. Aber auch darum, dass Gott jetzt eingreifen wird, wie wir das ja auch in dem Martyrium der Heiligen gelesen haben, wo die gesagt haben, wie lange wirst du noch zulassen, dass die Menschen diese schrecklichen Dinge tun. Schauen Sie, was geschieht. In Vers 4. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels hinauf zu Gott. Und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Eine direkte Reaktion auf die Gebete der Heiligen. Und da geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben. Meinen Sie, Ihre Gebete haben keinerlei Wirkung? Hier haben die Gebete die Wirkung, dass diese Plagen jetzt beginnen. Die haben scheinbar gebetet, Gott, bringe deinen Sohn bald auf diese Erde zurück, dein Reich komme. Aber sie wussten natürlich auch, dass es nicht kommen kann, es sei denn, diese Plagen werden zunächst ausgeschüttet. Als damals die Apostel im Gefängnis waren, zur Zeit der neutestamentlichen Kirche, da betete die Gemeinde für ihre Freilassung. Und es heißt, als sie beteten, geschah ein gewaltiges Erdbeben. Gott zeigte durch dieses Erdbeben, dass er die Gebete erhört hatte, und dann wurden natürlich auch die Apostel freigelassen. Hier finden wir etwas Ähnliches. Die Heiligen beteten im Glauben daran, dass ihre Gebete erhört werden würden. Sie werden mit Räucherwerk verglichen. Räucherwerk, ein süßes Aroma, das in den Augen, in der Nase Gottes wohlgefällig ist. Es wird hier von viel Räucherwerk gesprochen, weil die Heiligen viel beten werden. Christus sagt, betet Tag und Nacht. Immer, ständig, damit ihr auch zum Beispiel würdig erachtet werdet, all diesem zu entfliehen, was kommen soll. Und vor den Sohn des Menschen gestellt zu werden. Aber es geht nicht nur um den Zeitpunkt, es geht kontinuierlich. Es hieß auch über die große Schar, die dienen Gott Tag und Nacht. Wir sollten heute Gott Tag und Nacht dienen, zu ihm beten ständig, das heißt nicht, 24 Stunden lang auf den Knien zu rutschen, darum geht es nicht. Aber ein ständiges Bewusstsein zu haben, dass Gott existiert, dass wir mit ihm sprechen können. Bei allem, was wir tun, bei allem, was wir denken, bei allem, was wir sagen, uns dessen klar zu sein, dass Gott uns sieht, dass Gott uns hört und dass er auch mit den Zweiflern umgehen wird und mit denen, die sich gegen Gott und seinen Weg richten. Und nachdem dies jetzt geschehen ist, da werden die Posaunen geblasen. Und die ersten vier Posaunen werden in Offenbarung 8
geschildert. Und ich möchte einmal jetzt beginnen, dies zu lesen und dann ein paar erklärende Kommentare abzugeben, was das sein könnte. Nun, hier müssen wir vorsichtig sein. Es werden hier Symbole uns dargestellt. Und es wird nicht unbedingt gesagt, genau gesagt, was damit gemeint ist, aber man kann eine gewisse Vorstellung erhalten. Offenbarung 8 und Vers 6. Und die sieben Engel mit den sieben Posaunen, die hatten sich gerüstet zu blasen. Vers 7. Und der erste blies seine Posaune. Und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermengt und fiel auf die Erde. Und der dritte Teil der Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Einige sagen, das ist alles nicht so zu sehen. Es wird nicht alles Gras verbrennen. Es wird nicht ein dritter Teil der Erde verbrennen oder ein dritter Teil der Bäume. Und andere sagen, ja, das kann man vielleicht so sehen, aber das bezieht sich nur auf ein kleines Gebiet, eine kleine Region um das Mittelmeer herum. Schauen Sie, man muss dies sehr wörtlich nehmen. Die Bibel sagt uns hier, und man kann das auch deshalb sagen, weil später nämlich andere Plagen ausgeschüttet werden, die sich dann mit dem Rest dessen, was noch übrig geblieben ist, beschäftigen. Gott sagt hier, durch diese Aktion, dieser Hagel, dieses Feuer mit Blut vermengt, das auf die Erde fiel, vielleicht ist damit ein Meteorit gemeint oder möglicherweise ein feuriger Sturm. Wenn Sie Feuer erlebt haben, dann wissen Sie, Feuerbrände, was für eine verheerende Wirkung die ausüben können. Aber hier heißt es ja, dass das aus dem Himmel kommt. Nun, es kann durchaus feurige Meteoriten, Asteroiden und so weiter geben, die dies zunächst einmal in Gang setzen werden. Was auch immer hier geschieht. Wir lesen, dass der dritte Teil der Erde verbrannte. Nicht nur ein kleines regionales Gebiet irgendwo, der dritte Teil der Erde. Und der dritte Teil der Bäume, und um es ganz deutlich zu machen, dass dies nicht nur figurativ zu sehen ist, alles Gras, nicht nur der dritte Teil des Grases, alles Gras. Können Sie sich vorstellen, was das für das Überleben der Menschheit bedeuten wird zunächst einmal und der Tiere, die von Gras zum Beispiel abhängig sind? Und dann heißt es in Vers 8, und der zweite Engel blies seine Posaune. Und es stürzte etwas wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und der dritte Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer starb. Und der dritte Teil der Schiffe wurde vernichtet. Einige sagen, es geht hier lediglich um das Mittelmeer. Ich lese hier nicht irgendetwas über das Mittelmeer. Ich lese, nachdem ich gelesen habe, dass ein Drittel der Erde verbrennt, dass hier jetzt dieser Berg ins Meer fällt und es heißt, ein dritter Teil des Meeres wird zu Blut und ein dritter Teil der lebendigen Geschöpfe im Meer stirbt. Im Ozean. In allen Ozeanen, die wir heute haben. Das wird gleich ganz deutlich werden, dass es nicht nur um ein begrenztes Meer geht. Es geht um alle Meere dieser Welt, aller Salzwassergewässer sozusagen. Nun, was ist hiermit gemeint? Nun, vielleicht wiederum ein brennender Meteorit, der dazu beiträgt, dass der dritte Teil aller Geschöpfe im Meer stirbt. Gerade heute oder gestern vielmehr habe ich einen Artikel gelesen, wo davor gewarnt wird, dass in Deutschland, in der Nähe von Bonn, es einen Vulkan gibt, der möglicherweise bald ausbrechen wird. Und wenn er es tut, würde dies eine verheerende Auswirkung haben, nicht nur für Deutschland. England zum Beispiel könnte auch damit oder davon betroffen sein, allein schon durch die Asche, die produziert wird. Und wir haben ja diese Erlebnisse gehabt, wodurch Vulkanausbrüche zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie viele Menschen und Tiere umgekommen sind. Und alles wird verdunkelt werden durch diese Asche, die natürlich sich dann vor die Sonne legt. Wir hatten vor einigen Jahren Feuersbrünste hier in Kalifornien. Und man konnte dann für einige Tage gar nicht hinausgehen, weil die Asche so stark war. Man konnte sie nicht atmen und man konnte nichts mehr sehen quasi. Es war alles bedeckt
mit dieser Asche. Also hier sind möglicherweise Dinge beschrieben, die auf natürliche Weise, natürlich, dass Gott sie dann hervorbringt, dies erklären könnten. Aber letztendlich geht es darum, Gott wird es tun, wie immer er es auch tun wird. Wir sehen aber, was die Konsequenzen sein werden. Und so lesen wir jetzt in Vers 10. Und der dritte Engel blies seine Posaune. Und es fiel ein großer Stern vom Himmel. Wiederum, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme. Jetzt geht es nicht mehr um die Ozeane, jetzt geht es nicht mehr um Salzwasser, jetzt geht es um Süßwasser. Der fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut. Und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren. Die konnten also nicht mehr getrunken werden. Süßwasser war nicht mehr in dieser Menge vorhanden. Ein dritter Teil des Süßwassers würde in einer Weise vernichtet werden oder vergiftet werden, wie man das immer sagen will, dass er ungenießbar werden würde für die Menschen. Und als Konsequenz natürlich werden viele Menschen daran sterben. Können wir uns vorstellen, dass so etwas geschehen könnte? Nun, wenn wir der Bibel glauben wollen, dann wissen wir, dass es geschehen wird. Und zwar nicht in der fernsten Zukunft, sondern scheinbar sehr bald. Lesen wir jetzt über die vierte Plage in Vers 12. Und der vierte Engel blies seine Posaune. Und es wurde geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, sodass ihr dritter Teil verfinstert wurde und den dritten Teil des Tages das Licht nicht schien und in der Nacht desgleichen. Also weitere himmlische Zeichen werden jetzt erfolgen. Wie ich sage, diese himmlischen Zeichen, die werden fortschreiten. Aber hier wird es jetzt im Zeitpunkt des Blasens der vierten Posaune des Engels geschehen. Und Finsternis wird herrschen zu einem gewissen Grade. Und wenn das geschieht, dann lesen wir in Vers 13. Und ich sah und ich hörte, wie ein Adler mitten durch den Himmel flog. Und vielfach werden Engel natürlich mit Tiergestalten beschrieben. Denn letztendlich gab es zunächst einmal die Engel, die Gott geschaffen hat. Und erst dann die physische Welt. Und wie ich das in den Predigten über Engel und Dämonen zum Ausdruck gebracht habe, viele Engel haben Tiergestalten. So kann es durchaus hier ein Engel sein, der mit einem Adler verglichen wird. Wie auch immer, der flog durch den Himmel und sagte mit großer Stimme, also es war kein normaler Adler, wehe, 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 denen, die auf Erden wohnen, wegen der anderen Posaunen, der drei Engel, die noch blasen sollen. Es geht hier um die drei letzten Posaunen, die fünfte, die sechste und die siebte. Und es sind diese Posaunen, die auch mit den drei Wehen beschrieben werden. Also mit anderen Worten, der fünfte Engel, der die fünfte Posaune bläst, der wird identifiziert mit dem Ausschütten des ersten der drei Wehen, die also noch kommen würden. Nun lesen wir einmal, was dieser Engel tun wird, oder was geschehen wird, sagen wir es besser so, wenn die fünfte Posaune geblasen wird. Kapitel 9 und Vers 1. Und der fünfte Engel blies seine Posaune. Und ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde. Und schauen Sie, in vielen Fällen wird ein Stern auch mit einem Engel verglichen, oder ein Engel mit einem Stern. Und hier geht es um einen Stern, um einen Engel, der vom Himmel auf die Erde gefallen ist. Nun, welcher Engel, welches Engelwesen fiel vom Himmel auf die Erde? Nun sicherlich, wir wissen das alles. Es ist Luzifer, der zunächst einmal ein herrliches Engelwesen war, ein herrlicher Cherub, der aber gegen Gott rebellierte. Und der dann fiel, der auf die Erde fiel. Christus sagte, ich sah den Satan fallen vom Himmel wie einen Blitz. Also es gibt uns hier eine Indikation, wer hinter dieser Begebenheit stecken wird, die hier beschrieben wird. Er sah einen Engel fallen vom Himmel auf die Erde und ihm wurde der Schlüssel zum Brunnen des Abgrundes gegeben. Auch darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Was ist mit dem Schlüssel des Abgrundes gemeint? Es gibt viele Spekulationen. Wir brauchen nicht zu spekulieren. Die Bibel sagt es uns, wenn wir wissen, wo wir es nachlesen sollen. Dem wurde also der Schlüssel zum Brunnen des Abgrundes gegeben. Und er tat den Brunnen des Abgrundes auf.
also dieser gefallene Engel. Und es stieg auf ein Rauch aus dem Brunnen wie der Rauch eines großen Ofens. Und es wurden verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde. Und ihnen wurde Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht Schaden tun, dem Gras auf Erden, noch allem Grünen, noch irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes haben an ihren Stirnen. Mit anderen Worten, es geht jetzt hier um den Tag des Herrn. Es geht darum, dass Menschen, die 144.000 und auch diejenigen, die aus der großen Schar gekommen sind, die haben ja das Siegel Gottes erhalten, die sollen beschützt werden. Die werden hier nicht von diesen Plagen geplagt. Aber alle anderen werden von diesen Plagen geplagt, wie wir sehen werden. Aber die werden beschützt. Und so heißt es hier in Vers 5. Und ihnen wurde Macht gegeben, nicht, dass sie sie töteten, sondern sie quälten 5 Monate lang. Und ihre Qual war wie eine Qual von einem Skorpion, wenn einen Menschen sticht. Schauen Sie, dieser 5. Engel, wenn der bläst, wird Ereignisse hervorrufen, die 5 Monate dauern. Es geht also nicht nur darum, dass jetzt ein Engel die Posaune bläst und das dauert nur ein paar Sekunden und dann bläst der nächste Engel seine Posaune und das dauert nur ein paar Sekunden. Das sind Ereignisse, die weitreichende Konsequenzen haben und Folgen haben und auch Zeit in Anspruch nehmen werden. Hier zum Beispiel geht es zumindest um 5 Monate, bevor dann der nächste Engel bläst. Schauen Sie. Und so heißt es hier, sie quälten diese Menschen 5 Monate lang. Und ihre Qual war wie eine Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Vers 6. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden. Sie werden begehren zu sterben und der Tod wird von ihnen fliehen. Nun, ich will das hier jetzt erklärend noch einmal sagen. Es bedeutet nicht unbedingt, dass bevor der nächste Engel bläst, 5 Monate lang vergehen. Es kann durchaus sein, dass der nächste Engel bereits vorher bläst, aber der Punkt, der hier gemacht werden wird, ist folgender. Diese Menschen, die hier gequält werden, werden für 5 Monate lang gequält werden. Und so lesen wir dann in Vers 7. Und die Heuschrecken sahen aus wie Rosse, die zum Krieg gerüstet sind, und auf ihren Köpfen war etwas wie goldene Kronen, und ihr Antlitz glich der Menschenantlitz, und sie hatten Haar wie Frauenhaar und Zähne wie Löwenzähne und hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Rasseln ihrer Flügel war wie das Rasseln der Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen. Und sie hatten Schwänze wie Skorpione und hatten Stacheln, und in ihren Schwänzen war die Kraft, Schaden zu tun den Menschen 5 Monate lang. Es wird hier natürlich in symbolischer Weise Kriegführung beschrieben, eine Ansammlung von kriegerischen Waffen. Man könnte hier bei den Heuschrecken an Hubschrauber denken, an andere Flugzeuge. Man könnte bei den Stacheln der Skorpione zum Beispiel jetzt an Panzer denken, die jetzt durch ihre Rohre diese Feuerströme herausschießen. Es werden hier also Kriegswaffen beschrieben. Der Johannes, der das in einer Vision sah, der hatte keine Ausdrücke dafür. Die gab es damals ja noch gar nicht. Und er beschrieb das so gut, wie er es konnte, was er in dieser Vision sah. Und es heißt hier in Vers 11, und sie hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds. Sein Name heißt auf Hebräisch Abaddon. Und auf Griechisch hat er den Namen Napoleon. Und das bedeutet in beiden Fällen der Zerstörer. Das erste Wehe ist vorüber, siehe, es kommt noch 2 Wehen danach. Wer oder was ist hier gemeint? Einige haben die unglaublichsten Ideen hervorgebracht und haben gesagt, das ist jetzt ein Heer von Dämonen, das wird jetzt sich irgendwie materialisieren und gegen Menschen jetzt vorgehen. Es geht ja nicht um Dämonen. Dämonen stecken dahinter, jawohl. Aber es geht hier zunächst einmal um rein physische, kriegführende Mächte. Der Krieg, der an anderen Stellen beschrieben wird. Und es wird uns auch dort gesagt, wer diesen Krieg führen wird. Aber zunächst einmal, was ist mit dem Brunnen des Abgrunds gemeint? Zeigt uns der Brunnen des Abgrundes, welche Macht hier identifiziert wird. Und es ist ja Satan, offensichtlich, der Zerstörer, der über dieser Macht herrscht. Nun, in Offenbarung Kapitel 11 lesen wir Vers 7. Offenbarung Kapitel 11 und Vers 7. Es geht hier darum, dass die 2 Zeugen, nachdem sie ihre Aufgabe erfüllt haben, von dem Tier getötet werden. Es heißt hier in Vers 7, und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier
das aus dem Abgrund aufsteigt, wird ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Also die Macht, die hier beschrieben wird in Offenbarung 9, die aus dem Abgrund heraufkommt, ist mit anderen Worten das Tier. Wer oder was ist mit dem Tier gemeint? Nun, wir hatten dies bereits mehrfach behandelt. Es geht hier um das alte römische Reich, das sich 10-mal erneuern würde. Und es hat geschichtlich gesehen bereits 9-mal sich erneuert. Ist bereits, wenn Sie das so sagen wollen, 9-mal aus dem Abgrund der Geschichte aufgestiegen. Wird aber noch ein letztes Mal aufsteigen aus diesem Abgrund, wie ein Phönix aus der Asche, sich noch einmal erneuern. Und es heißt sogar in der Bibel, wenn das geschieht, die Menschen werden erstaunt sein, dass es dazu noch einmal kommen wird. Dieses Tier ist eine europäische Vereinigung, die wir zurzeit in Europa erleben, wie sie allmählich sich formiert. Es wird aber letztlich zu einer Vereinigung von 10 Nationen oder Nationengruppen kommen, die dann ihre Macht, ihre Autorität dem Tier geben, einem politischen, militärischen Führer. Das Wort Tier kann sich auf den Führer beziehen, es kann sich aber auch auf die Wiederherstellung des Römischen Reiches, das ganze System beziehen. Das Wort König und Königreich zum Beispiel wird in der Bibel austauschbar benutzt. Es ist hier das Tier, die letzte Auferstehung des Römischen Reiches, das aus diesem Brunnen des Abgrunds hervorkommt. Wir finden eine weitere Stelle in Kapitel 17, Offenbarung 17 und Vers 8. Es geht hier um die große Hure Babylon, der Frau, die auf diesem Tier sitzt, eine religiöse Macht, die mit einer politischen Macht kooperiert. Und wir lesen Offenbarung 17 und in Vers 8. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist jetzt nicht und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund. Also schauen Sie, hier wird auch gezeigt, dass das Tier zunächst einmal existiert, dann würde es untergehen, würde es wieder aufsteigen, würde es wieder untergehen und so weiter. Und die Bibel sagt, es würde 10-mal so geschehen. Und hier kommt es aus dem Abgrund und es wird in die Verdammnis fahren. Und es werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens vom Anfang der Welt an, wenn sie das Tier sehen, das es gewesen ist und jetzt nicht ist und wieder sein wird. Schauen Sie, es wird wieder sein. Es ist zurzeit auch noch nicht in dem Sinne da, aber es formiert sich. 9 Auferstehungen haben stattgefunden. Die letzte Auferstehung ist dabei stattzufinden, was uns auch wiederum zeigt, dass die Zeit, wenn alles dies geschehen wird, nicht mehr so fern sein kann. Es geht um die europäische Macht, die hier in Offenbarung 9 beschrieben wird. Es ist diese Macht. Und Satan, heißt es ja, wird seine Macht dem Tier geben, die diesen Krieg führen wird. Mit wem wird sie diesen Krieg führen? Sagt uns die Bibel darüber etwas. Es kann nicht um Amerika gehen, es kann nicht um Großbritannien gehen, die sind ja bereits vernichtet worden in der großen Trübsal. Die sind bereits in der Versklavung. Es geht um eine andere Macht hier, denn der Zeitpunkt hier ist ja der Beginn des Tages des Herrn. Der kommt ja nach der großen Trübsal. Also es geht nicht um solche kriegführenden Mächte, es geht um jemand anderen. Schauen wir uns Daniel Kapitel 11 an und hier wird uns eine Andeutung gemacht, wer diese Macht, mit der das Tier kämpfen wird, sein wird. Daniel Kapitel 11. Hier wird das Tier als der König des Nordens beschrieben. Es ist ein und dieselbe Persönlichkeit. In anderen Stellen wird das Tier als der König von Assyrien beschrieben. Auch das ist ein und dieselbe Persönlichkeit, wie unsere Broschüre, wenn Sie die noch nicht gelesen haben sollten, Deutschland in der Prophezeiung und auch Europa in der Prophezeiung deutlich macht. Und ich meine natürlich, wenn Sie unsere Literatur nicht kennen, dann können Sie auch nicht unbedingt verstehen, was mit diesen Stellen gemeint ist, denn in dieser Literatur wird es deutlich beschrieben. Die können Sie auf unserer Webseite auf postenstehen.de nachlesen. Hier kurz zusammengefasst, in Daniel Kapitel 11, Vers 40, das heißt, zur Zeit des Endes wird sich der König des Südens mit ihm messen und der König des Nordens wird mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen gegen ihn anstürmen und wird in die Länder einfallen, über sie überschwemmen, überfluten
Und er wird in das herrliche Land einfallen. Also hier wird klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die europäischen Armeen, dass das Tier, der König des Nordens, der König von Assyrien, ins gelobte Land einfallen wird, militärisch, in den Nahen Osten. Er wird ins herrliche Land einfallen und viele werden umkommen. Es werden aber seiner Hand entrinnen und dann werden einige Länder hier erwähnt. Edom, Moab, der Hauptteil der Ammoniter. Ich habe einige Predigten darüber gebracht, wer diese Nationen heute sind. Und Edom ist die Türkei, auch wenn dies die meisten Türken nicht wahrhaben wollen. Und die Reaktion war sehr bezeichnend, aber die Bibel macht das deutlich. Und so heißt es hier in Vers 42, und es wird seine Hand, oder er wird seine Hand ausstrecken nach den Ländern und Ägypten wird ihm nicht entrinnen. Sondern, Vers 43, er wird Herr werden über die goldenen und silbernen Schätze und über alle Kostbarkeiten Ägyptens, Libyer und Kuschiter oder Äthiopier werden ihm folgen müssen. Vers 44. Das ist also jetzt während der großen Trübsal geschehen. Aber jetzt Vers 44. Es werden ihn aber Gerüchte erschrecken aus Osten und Norden, oder man könnte sagen Nordosten, weil die Bibel keinen Ausdruck für Nordosten hat, sie sagt dann Osten und Norden. Also eine Macht wird hier beschrieben, Gerüchte erschrecken das Tier, den König des Nordens, aus Gebieten aus dem Nordosten. Und es heißt hier, und er wird mit großem Grimm ausziehen, um viele zu vertilgen und zu verderben. Und dann wird noch weiter in Vers 45 gesagt, dass er seine prächtigen Zelte aufschlagen wird zwischen dem Meer und dem herrlichen heiligen Berg, und dann wird er dort sein Ende finden. Aber es werden ihn Gerüchte aus dem Nordosten erschrecken. Wie wir noch sehen werden, schreibt die Bibel häufig von den Königen des Ostens. Es ist damit eine Gemeinschaft angesprochen aus Ländern wie Russland, der Ukraine, China, Japan, Korea, Indien. Alle diese Länder werden sich laut Bibel zusammentun. Eine Konkurrenz bilden sozusagen gegenüber der europäischen Vereinigung, die stattfinden wird. Und das Tier wird jetzt erschreckt werden von Gerüchten. Was für Gerüchte mögen dies sein? Möglicherweise Gerüchte der Aufrüstung. Möglicherweise Gerüchte, dass diese Länder jetzt einen Krieg planen. Und das Tier wird jetzt ausgehen gegen diese Länder, um denen zuvorzukommen, einen Präventivschlag zu führen sozusagen, was auch erklären könnte, warum sie Waffen einsetzen werden, die die Menschen nicht töten werden. Aber diese Waffen werden dazu führen, dass sie für Monate lang Schmerzen haben werden, leiden werden. Warum das genau geschieht, wissen wir nicht. Es ist das, was die Bibel uns sagt. Schauen Sie, etwas Ähnliches hat sich vielleicht im Zweiten Weltkrieg abgespielt, wenn Sie daran denken, wie damals ein Pakt geschlossen worden ist zwischen Hitler und Stalin. Ein Freundschaftspakt. Und dieser Freundschaftspakt hat nicht lange gewährt. Warum? Weil jeder aufrüstete, weil jeder bereit war, den anderen anzugreifen. Das wussten beide. Und als Hitler den Krieg begonnen hat gegen Stalin, da war Stalin vorbereitet. Er hatte nämlich auch aufgerüstet. Und wenn Hitler den Krieg nicht begonnen hätte gegen Stalin, so sagen uns viele Historiker, hätte Stalin letztendlich den Krieg begonnen gegen Hitler. Und so sehen wir etwas Ähnliches. Hier wird das Tier gegen die Mächte des Ostens vorgehen in diesem Krieg. Und wenn wir uns die nächste Plage anschauen, auf die wir das nächste Mal zu sprechen kommen müssen, weil ich jetzt keine Zeit mehr habe, dann werden wir sehen, wie ein Gegenschlag erfolgt von den Königen des Ostens gegen das Tier. Aber die werden nicht nur Waffen einsetzen, die die Menschen quälen werden. Die werden solch gewaltige Waffen einsetzen, dass ein Drittel der Menschen umkommen wird. Was auch zeigt, dass die Könige des Ostens sehr wohl sich vorbereitet haben auf einen solchen Krieg. Aber das werden wir das nächste Mal uns anschauen. Für heute möchte ich Sie mit folgendem Gedanken verabschieden. Diese Plagen werden kommen. Weltweite Kriege sind prophezeit. Da gibt es kein Vielleicht oder möglicherweise. Die Tatsache besteht. Gott hat klar und deutlich uns gesagt, dass es kommen wird. Er will, dass sie heute die Warnung beherzigen, dass sie sich an Gott wenden, dass sie sich an sein Wort wenden, dass sie beginnen zu begreifen, dass Gottes Wort das Wort Gottes ist.
das unfehlbare, inspirierte Wort Gottes, dass sie sich nicht auf das verlassen, was andere ihnen erzählen. Glauben sie auch mir nicht. Glauben sie aber dem, was sie in der Bibel bestätigt finden. Und ändern sie ihr Leben, bevor es zu spät für sie ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Musik.